Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Thomas Müller Managerkarriere. Wir haben das große Saisonfinale und einige Partien vor uns, deswegen beginnen wir direkt mal mit der Partie gegen Nürnberg, die hier mit einer 4-3-3-Formation auflaufen werden. Und wir beginnen natürlich hier mit unserer kompletten Top-Elf und damit gehen wir rein in die Schnellsimulation und spielen am Ende nur unentschieden in Höhe von 1-1. Aber dafür gewinnen wir dann gegen Magdeburg mit 3-1 dank Sahin, der hier doppelt trifft, als auch Pavlovic. Und auch gegen Paderborn gewinnen wir dank Nischalke, der hier das einzige Tor erzielt. Und jetzt haben wir eine traurige Nachricht. Mellen war unzufrieden, jetzt wird er verkauft an Norwich City für 7,3 Millionen und er wird uns dann im Sommer leider verlassen. Und auch gegen Wien Wiesbaden konnten wir uns souverän durchsetzen mit 3-1 dank Sahin, Costa und Nischalke. Nach diesen ganzen Schnellsimulationen blicken wir auch mal auf die Bundesliga-Tabelle bzw. zweite Bundesliga-Tabelle. Wir sind auf Platz 1 mit 62 Punkten, konnten ja wenigstens einen Punkt mehr rausholen. Wir hatten vorher einen Punkteabstand von 4 Punkten, jetzt haben wir 5 Punkte Abstand. Ja, Köln hat aber auch gleichzeitig nochmal 5 Punkte Abstand auf Hannover. Danach kommt Darmstadt und Bochum. Also oben ist es relativ eng, wobei wir jetzt 10 Punkte vom dritten Platz weg sind, was eine gute Sicherheit bietet. Und wir gehen jetzt rein in die Partie gegen den Tabellen 16. Kräuter führt, sie werden hier mit einer 3-4-1-2 Formation auflaufen. Und wir beginnen jetzt hier mit einer leicht veränderten Startelf. Zum einen darf Mellen als auch Gruber und Sanchez von Anfang an beginnen. Der Rest bleibt identisch, denn danach kommt das DFB-Pokal-Halbfinalspiel. Dann wollen wir auf jeden Fall einige Spieler fit haben. Wir bekommen einen Eckball. Unser Kapitän bringt ihn rein auf Eric Dyer. Und das war eng. Die vierte Mannschaft kommt jetzt hier ziemlich gut voran. Und dann treffen sie auch in Minute 16. Und damit führen sie auch. Sahin am Ball findet jetzt Sidi Sané und Sidi Sané geht wunderbar vorbei und scheitert dann am Torhüter und dann kommt der Schuss von unserem Kapitän und der trifft. Sidi Sané jetzt mit dem Pass auf Mellen und Mellen läuft vorbei. Mellen! Jetzt gibt es einen Freistoß. Kräuter führt, bringt ihn nach vorne und Hiller muss dahin. Jetzt ist Morey am Ball und er läuft nach vorne. Immer noch Morey, der findet jetzt Sahin, der kommt zum Schuss. Und das war richtig eng. Jetzt müssen wir aufpassen. Die Fürther kommen durch. Hiller pariert, aber leider nicht zweimal. Pavlovic am Ball findet Sahin. Sahin sieht jetzt hier Costa. Und der trifft nur den Außenpfosten. Jetzt kommt leider Kräuter Fürth. Das war kein Abseits, weil da der verletzte Mann liegt. Und damit treffen sie unglücklicherweise. Sontheimer am Ball findet jetzt Neudecker, der nach vorne sprintet. Neudecker schießt eiskalt vorbei. Nada Jindawi am Ball, läuft nach vorne, sieht Sontheimer. Sontheimer jetzt auf Mellen und der trifft nur den Außenpfosten. Sehr hartes Einsteigen und jetzt gibt es auch noch die rote Karte für Neudecker. Es, ja, viel Pech. Es ist Aluminium, als auch jetzt noch die rote Karte. Es ist eine Partie zum Vergessen. 90 Minuten sind vorbei und wie schon vorhin gesagt, das war ja eine Katastrophenpartie. Ich hoffe, das bleibt jetzt nicht bis zur nächsten Partie. Wenn man schon denkt, es kann nicht schlimmer werden, ja, es wird noch schlimmer. Pavlovic wird für 3 Monate uns fehlen und fehlt damit bis zum Saisonende. Und das ist natürlich bitter, denn er baut unser System von hinten komplett auf. Somit müssen wir jetzt ohne ihn auch ins Halbfinale des DFB-Pokals gehen, was auch schon die nächste Partie ist. Und das, ja, gegen Mainz logischerweise, die hier mit einer 3-4-2-1-Formation auflaufen werden. Wir laufen natürlich, ja, so gut es geht mit unserer Top-F auf. Warum so gut es geht? Neudecker hat ja auch in der letzten Partie eine rote Karte bekommen, weshalb er natürlich jetzt hier nicht spielen kann. Ja, und ich habe mir ehrlicherweise noch keine Gedanken gemacht. Alle Spieler kommen mit, denn der Rest kann gar nicht mit, weil entweder rot oder der Spieler verletzt ist. Ja, El Jindawi, Nada El Jindawi könnte auch hier spielen und ich denke, das muss ich auch schon fast machen und damit gehen wir jetzt rein und möchten natürlich trotzdem gerne ins Finale einziehen. Morey ist am Ball, findet jetzt Costa. Was für ein starker Ball, der sieht Nischalke. Der legt auf für Nada El Jindawi. Sidi Sané mit dem Pass auf Nischalke, der komplett freistehend ist und vorbeischießt. Jetzt Nischalke am Ball, sieht Sidi Sané. Sané scheitert, Nischalke bolzt drauf und trifft. Wir haben früh genug Druck gemacht, haben ihn erobert und treffen dann auch. Ja, und belohnen uns vor allem damit auch. Jetzt ist Nada El Jindawi
am Ball, der geht hier wunderbar vorbei. Jindawi. Costa bekommt die weite Flanke, sieht jetzt hier Sontheimer, der legt auf für Nishanke. Und der trifft auch noch, 26. Spielminute und wir führen jetzt schon gegen einen Erstligisten mit 2:0. Sané jetzt mal über den Flügel, findet Nadal Jindawi und der geht schön vorbei. Jindawi trifft nur das Aluminium. Freistoß für Mainz 05. Der Spieler läuft an, der Spieler zieht ab und das war eng. Jetzt kommen die Mainzer über den Flügel. Murray hat unfassbare Schwierigkeiten. Eric Dier foult im 16-Meter-Raum. Das kann nochmal übel enden in der 75. Spielminute und damit steht jetzt Tom Kraus bereit, er lupft in die Mitte und trifft. Somit erfolgt jetzt der Anschlusstreffer. Diese Partie hat ein Ende gefunden und wir bringen dieses Ergebnis über die Zeit. Wir haben nur noch defensiv hinten gestanden und hin und her gespielt. Mehr nicht, aber das reicht am Ende, dass wir im Pokalfinale stehen. Und damit ist der Traum definitiv möglich, diese Trophäe zu gewinnen. Ich bin sehr gespannt, wer der andere Finalist ist. Der andere Finalist heißt Borussia Dortmund. Und auch wenn wir verlieren sollten, war das ein unfassbares Erlebnis, eine unfassbare Sensation. Hier gewinnt der BVB auf jeden Fall jetzt noch mit 2:1, genauso so wie wir. Und auch die nächste Partie gewinnen wir mit 2:1, dank Sidi Sané und Nischalke gegen Düsseldorf. Und auch gegen Elversberg gewinnen wir hier mit 3:0, dank Costa, Sidi Sané und Nischalke. Und gegen Hannover 96 spielen wir leider nur unentschieden, aber ein Punkt ist immerhin ein Punkt. Und gegen den VfL Bochum spielen wir leider auch nur unentschieden, so langsam bräuchten wir mal einen Sieg, damit wir hier wirklich sagen können, wir sind zweiter Bundesligameister. Es wird ernst, das vorletzte Spiel wird es entscheiden, ob wir jetzt schon Erster sind. Ja, wobei Köln ja noch uns aufholen kann, aber in der Theorie können wir es jetzt entscheiden gegen den 18. Platz. Hansa Rostock und damit gehen wir jetzt rein in diese Partie, möchten natürlich gewinnen und sie werden hier mit einer 3-4-1-2 Formation auflaufen und wir möchten definitiv den Titel gewinnen. Deshalb wird jetzt hier auch die komplette Top 11 dastehen. Genau, Aidonis bleibt zu Hause als einziger Spieler und damit möchten wir, ja, gerne 3 Punkte mitnehmen. Das müssen wir auch, wenn wir jetzt schon die Trophäe in die Hände halten wollen. Sontheimer am Ball findet Costa. Costa hat ihn. Costa versuchte den Pass. Gelingt jetzt nicht sonderlich gut. Und Costa kann ihn sich aber direkt schnüren, diesen Ball zieht ab und trifft der 18. Platz mit einem entscheidenden Fehler hier. Und damit führen wir in der 6. Spielminute. Sidi Sané am Ball findet Nischalke und Nischalke zimmert ihn drauf. Es gibt einen Eckball, Sontheimer mit der Reingabe jetzt auf Costa. Und der verwandelt ihn, er ist nicht der Größte, kann ihn aber hier dann doch verwandeln. Neudecker am Ball, Neudecker auf Costa und Costa, Zimmer drauf, wir führen mit 3:0 und können jetzt auch nicht schnell simulieren, aber normal simulieren und passen einfach mal auf, was hier geschehen wird. Wir treffen in der 82. Spielminute und machen hier Tor Nummer 4 und dadurch sollte jetzt eigentlich alles safe sein. Die Partie ist vorbei und ich hab's vergeigt, hier richtig zu drücken, wenn ich ehrlich bin. Den richtigen Moment zu lange abgewartet und jetzt sehen wir leider nicht die Meisterfeier. Deswegen werde ich jetzt hier nochmal kurz neu starten und schnell normal simulieren, aber wir sehen uns dann hoffentlich gleich bei der Meisterfeier. Wir haben auch in der Simulation direkt gewonnen und auch hier mit 4:0, wenn ich es richtig hatte. Ne, 4:1 sogar, aber wir werden eh nochmal neu laden, sodass wir das 4:0 definitiv wieder stehen lassen haben. Aber trotzdem dürfen wir jetzt feiern. Wir sind offiziell in der ersten Liga und das auf Platz 1. Wir brauchen keine Relegation, keinen zweiten Platz, denn wir haben Platz 1 und sind direkt offiziell durchmarschiert. Ja, und das DFB-Pokalfinale, da bleibt ja auch noch viel los. Glück hatten wir im DFB-Pokalfinale. Auch hier, es war unfassbar. Am Anfang so durchgekämpft und dann wurde es immer einfacher. Es wurde wirklich immer einfacher, aber auch, ich bin ganz ehrlich, es liegt einfach an dieser Sommertransferphase. Die war magisch. Wir hatten Pavlovic geholt, wir haben Dier geholt, was unfassbar mit dem letzten Cent war und zudem auch nochmal unfassbar ausgeliehene Spieler, die wir nächste Saison nicht mehr haben werden, weil wir haben nicht genügend Geld, um sie fest zu verpflichten. Zum Beispiel wie Murray als auch Costa. Die beiden sind Stammspieler aktuell, aber jetzt heißt es erstmal feiern und das sollte dann nächste Saison sein, wenn wir dann hier bleiben in Saarbrücken. Ja, auf jeden Fall da sollte da dann das Thema sein. Ich bin sehr gespannt. Wir
Ja, werden uns jetzt noch eine Partie weiter schnell simulieren und dann werden wir schauen im DFB-Pokalfinale, was da geschehen wird. Und am letzten Spieltag gewinnen wir noch gegen den FC Schalke 04 mit 2:0 dank der Leihgabe von Köln und zwar Costa. Bevor wir jetzt ins Finale reingehen, schauen wir natürlich nochmal auf Tabelle und Statistiken, denn ja, wir sind auf Platz 1 logischerweise mit 76 Punkten, 4 Punkte dahinter der erste FC Köln, gefolgt von Darmstadt, die hier jetzt in der Relegation sind. Dahinter kommt Bochum, Hannover, Elversberg, Kaiserslautern, Holstein Kiel, Karlsruhe, Düsseldorf, Schalke, Fürth, Wiesbaden, Nürnberg, Magdeburg und hier bei den Abstiegsrelegationsplatz ist Paderborn und absteigen wird sicherlich Braunschweig und Hansa Rostock, die beide 26 Punkte haben. Ja, und dann gehen wir jetzt auch schon rein, beziehungsweise können vorher nochmal in die andere Liga gucken, und zwar in die wir aufsteigen, in die Bundesliga. Hier ist Dortmund Meister geworden, die haben auch so wie wir die Chance auf einen Double. Dahinter kommt der FC Bayern München, Leverkusen, Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim, Gladbach, Wolfsburg, Union, Mainz, Freiburg, Werder Bremen, Augsburg, Frankfurt, Hamburg. Auf den Relegationsplatz ist hier St. Pauli und absteigen wird Hertha BSC und Heidenheim. Und damit schauen wir nochmal schnell unsere Statistiken an. Die dürften relativ vielversprechend sein. So ist es auch. Also als Aufsteiger 10 Partien zu 0. Walter schafft auch auf 5 Partien nochmal ein Spiel zu 0, was auch ziemlich stark ist. Die meisten Vorlagen hat hier Sontheimer mit 15, Costa hat 12. Ja, und die Laie hat es wirklich richtig gut getan. Dahinter kommt aber auch noch Sahin. Die meisten Tore hat Nischalke mit 24. Dahinter kommt schon wieder Costa und dann Sidi Sané. Achso, Costa hat 16 übrigens und Sané hat 14. Ja, und warum schmerzt das? Weil seine Kaufoption nur bei 3 Millionen liegt und sein Marktwert ist allein jetzt schon bei 14 Millionen. Ja, was ist uns hier im Weg? Ganz klar, das Geld. Wir haben nur 1 Million, deswegen können wir es nicht machen. Und ja, es ist, reicht schon nicht, dass die Saison, ja, wir als kompletten Durchmarsch haben. Nein, wir sind jetzt auch noch im DFB-Pokalfinale und müssen gegen diese Hammer-Mannschaft antreten. Gegen Borussia Dortmund, die hier mit einer 4-2-3-1-Formation auflaufen werden. Und gegen den deutschen Meister, ja, werden wir natürlich unsere komplette Top-11 aufstellen. Leider ohne Pavlovic, der fehlt hier ein bisschen. Aber das sollte uns trotzdem nicht dran hindern. Und damit gehen wir rein ins DFB-Pokal-Finale. Jetzt kommt Dortmund. Niemand kommt hinterher. Wirklich niemand. Hiller kommt raus, kann nicht parieren. Und wir liegen schon in der 4. Spielminute zurück. Jetzt kommt Costa. Und Costa rennt. Costa findet jetzt Neudecker und Gregor Kobel glänzt hat. Sidi Sané bekommt ihn auch nochmal. Versucht es und er wurde gefährlich abgeblockt. Aber leider geht er nicht ins Tor. Jetzt kommt der BVB. Daya. Kommt nicht dran, Hiller auch nicht und wir liegen jetzt schon mit 2 Toren zurück. Jetzt muss Eric Dyer laufen, der kommt aber überhaupt nicht hinterher. Hiller glänzt hat. Sahin sieht jetzt hier Costa lossprinten und Costa versucht es, aber wieder ist Gregor Kobel dazwischen. Jetzt die Schwarz-Gelben im Angriff, Eric Dyer kommt nicht mehr dran und dann kassieren wir Tor Nummer 3 und ich bin ehrlich, ich glaube, das wird nichts mehr. Jetzt Sontheimer auf Nader Djindawi. Der geht vorbei, zieht ab und scheitert. Schwarz-Gelb im Angriff, alles ist frei. Dann machen sie Tor Nummer 4 und das ist mehr als gelaufen. Jetzt der BVB und alles ist hier frei. Wirklich alles. Hiller macht jetzt auch noch einen Fehler. Jetzt fällt der 5. Treffer. Diese Partie ist vorbei und ja, wir wurden in den Boden gestampft mit 5:0, was aber auch ein bisschen vorherzusehen war. Trotzdem war es eine sehr erfolgreiche Saison, alleine mit dem Durchmarsch von Liga 3 in Liga 1 jetzt und dann auch noch DFB-Pokal-Finale erreicht. Das ist mehr als erfolgreich, muss man einfach mal gestehen. Klar, im Finale wurden wir dann zerschossen vom BVB, aber ja, sind wir mal ehrlich, wir sind einfach nur ein Zweitligist, der gerade aufgestiegen ist und der es einfach mit dem deutschen Meister aufgenommen hat und jetzt auch mit dem DFB-Pokal-Sieger. Aber trotzdem, wie gesagt, ich bin ziemlich zufrieden mit dieser Saison und es war unfassbar schwer gegen Dortmund zu spielen. Wenn wir mal durchgekommen sind, dann war immer wieder ein Kobel dazwischen und deswegen hat der BVB absolut hervorragend alles gemacht und haben absolut verdient gewonnen. Und damit läuft jetzt höchstwahrscheinlich Emre Can hin, so ist es auch. Und dann geht jetzt schon mein Dank, oder ja, was heißt nicht mein Dank, aber meine Glückwünsche raus an die Mannschaft von, ja, den deutschen Meistern, zwar den BVB. Herzlichen Glückwunsch an die. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Vergisst die Abstimmung nicht, ob Thomas Müller bleiben soll oder nicht.
Denkt aber auch dran, wir haben nur einen einzigen Wechsel, den wir tätigen wollen. Vielleicht wollt ihr sehen, wie wir uns schlagen in der nächsten Saison bei Saarbrücken. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht sollen wir den Verein wechseln. Stimmt gerne ab. Und dann würde ich sagen, wenn es dir gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns dann bei einem weiteren Video und neuen Video. Haut rein und ciao.